Herzlich willkommen bei Wurmis Reisetipps. Ja, heute geht's nach Prag und ich habe so einen Bock. Und zwar, ich fahre mit meiner Frau und zwei Freundinnen. Die werden sich zwar ausklingen, die werden so ein bisschen ruhiger machen und ich möchte ganz viel erleben. Ich habe ganz viel mich belesen, also schmeißt alle Reiseführer weg, die ihr habt, weil ihr fahrt alles über Prag von mir. Ein Wochenende, aber ich bin schon gut durchgetaktet. Ich werde euch jetzt in ganz viele Sachen mitnehmen. Dinge, die man kennt, aber Dinge, die ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt und jetzt von mir. Also, viel Spaß dabei. Ja, Prag aus Kenner werden es wissen. Und zwar, wo sind wir hier? Und zwar, das ist der Wenzelsplatz. Das ist der heilige Wenzel. Man traf sich früher oder auch heute immer noch zu Dates oder zu Verabredungen unter dem Schwanz. Nichts Unanständiges. Und zwar, man meinte unter dem Schwanz vom heiligen Wenzel. Und ja, jetzt drehe ich mich mal rum. Und zwar, dieser Platz ist 700 Meter lang, geht bis da hinten und ist eben einer der größten Plätze in Europa. Und aber gut, als Platz erkenne ich es gar nicht so. Rechts und links fahren Autos. Ein Fußgängerweg, aber ja, okay, Wenzelsplatz, der muss sein und weiter geht's. Ja, ich bin am Fuß vom Wenzelsplatz und wenn euch dieser Trubel zu viel wird, merkt euch das hier. Hier geht ihr rein und zwar, wenn ihr durchlauft, ungefähr 100 Meter, dann seid ihr im Franziskanergarten und auf einmal ist die totale Ruhe da. Und ja, da sind Pärchen, die sitzen auf Bänken und genießen die Ruhe und die Zweisamkeit. Und ja, da nehme ich euch jetzt mal mit hin, zeige mal sofort, man ist raus aus dem Trubel und man ist in einem Park. Ja, sieht eigentlich ziemlich verlassen aus und jeder würde wahrscheinlich umdrehen. Aber da hinten sieht man schon, da wird es grün, da gibt es so ein großes Tor und da geht's rein und da zeige ich euch mal, wie toll der Garten ist. Ja, viele Prag-Besucher werden wissen, wo ich jetzt bin und zwar, da steht es auch, das ist das Ufleku, eigentlich die Bierkneipe. Und zwar 1499 ist die eröffnet worden. Und was trinkt man hier? Das selbstgebraute Bier von Ufleku. Und natürlich den tschechischen Schnaps, den Becherovka. Und ja, hier muss man aufpassen. Man kriegt hier so einen Zettel. Und wenn man nicht zeitig genug Nein sagt, dann kriegt man einfach einen Strich und sofort steht das nächste Bier da. Der nächste Becherovka. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen den Tag noch schaffen. Jetzt zeige ich mal rum. Und zwar hat es eigentlich Platz für 1200 Leute. Und jetzt sitze ich hier im Garten. Es gibt noch mehrere. 8 Säle sind hier. Und, aber der Garten ist natürlich super, weil wir jetzt total viel Platz haben. Und ja, wir genießen das. Und weiter geht's. Das ist natürlich auch nicht schlecht im Ufleku. Und zwar, es gibt einen Alkoholtester. Also man kann auch mal testen, wie viel Intus man eigentlich hat nach dem Bier und dem Becherovka. Ja, also Geheimtipp ist es wohl nicht mehr. Und zwar, es gibt ein paar Leute, die hier noch anstehen. Also es müssen andere Leute auch wissen, dass das Ufleku einfach ein Muss für die tschechische Hauptstadt ist. So, jetzt geht es auf die wahrscheinlich berühmteste Brücke von Prag. Und zwar, jetzt geht es auf die Karlsbrücke. Ja, die heißt erst seit dem 19. Jahrhundert Karlsbrücke. Und zwar, bis vorher war es die steinerne Brücke. Und aber eine ganz, ganz tolle Brücke. Und zwar hier laufen ca. 30.000 Leute am Tag darüber. Und ja, jetzt werde ich es auch tun. Jetzt ist es 9:30 Uhr. Ich bin gespannt, wie voll das noch ist. Aber so wie es aussieht, ist es nicht richtig leer. Na, wir schauen mal. Wow, was für ein Anblick. Und zwar, das ist die Prager Burg, der Radschin. Und ja, mit dem Feistum, den man da als größte Erhöhung sehen kann. 99 Meter hoch, da geht es morgen nochmal hin. Und aber jetzt hier schon so angestrahlt, sieht das schon echt geil aus. Okay. Wo geht die Jugend hin abends in Prag? Also es gibt ganz, ganz viele Clubs, total geil. Und oder günstiger, man geht auf die Kleinseite und zwar da, wo das Metronom ist. Da sage ich morgen noch mal was dazu. Da hat mal Stalin gestanden, da hat mal Michael Jackson gestanden.
ganz historisch wertvoll. Ja, aber da trifft sich abends die Jugend, da wird geil live Musik gespielt, ist kostenlos, einfach ein freier Platz, überall wird günstig Bier ausgeschenkt und es wird gechillt, es ist Spaß. Ich war ein bisschen alt mit meinen 50 Jahren, aber trotzdem, es war total cool, hier dabei zu sein. Ich zeige mal noch ein paar Bilder dazu. Einfach, wer Bock dazu hat, macht das einfach abends mal. Der Tag beginnt und die Frauen tanzen, so will man das. Jetzt geht's los. Zweiter Tag in Prag. Gestern war ja bloß ein halber, wir sind angekommen. Und jetzt geht's. Viel Kulturhistorisches wollen wir erleben. Wir gehen auf die Altstädter Ring, wir gehen auf die Prager Burg und. Bleibt dran und habt viel Spaß dabei. Für mich der schönste Platz hier in Prag, und zwar das ist der Altstädter Ring, und zwar da hinten diese Kirche, da kommt man nicht mal direkt rein, dann muss man erstmal durch diesen Vorbau durchgehen. Hier links haben wir diese astronomische Uhr, kommt nochmal live in Vorführung, ja, 9000 Quadratmeter, dann haben wir hier noch das Jan-Hus-Denkmal, Jan Hus, erzähle ich gleich noch was dazu, ein Reformer, 100 Jahre vor Martin Luther, und ja, einfach toll, überall kann man was essen, was trinken und viel Spaß dabei. Ja, das ist sie nun, die astronomische Uhr von 1410. Ja, jede Stunde kommen die 12 Apostel raus, drehen sich kurz. Vorher wird geklingelt, der Tod klingelt kurz mal an der Glocke und dann dreht sich das. War gar nicht so spektakulär, aber eben trotzdem ein Anziehungspunkt. Hier stehen dann immer, weiß ich nicht, 1000 Leute davor und gucken sich die ganze Sache an. Ja, ich lasse euch das nochmal sehen, kurz im Einspieler, und mache ein bisschen Zeitraffer, damit es ein bisschen schneller geht. Ja, viel Spaß. Erzählt mal, was macht ihr jetzt? Was habt ihr jetzt gebucht? Wir buchen jetzt Hop und Top für 48 Stunden. Wir zahlen aber nur 4. Okay, mit Boot 33 Euro pro Nase. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ihr könnt immer wieder ein- und aussteigen. Fährt zur Burg, fährt auf den Petrinberg. Also die können eigentlich überall hinfahren. Ich nicht, weil ich laufe. Ich spare mir das. Und ja, jetzt bin ich die Frauen los. Das ist das Jan-Hus-Denkmal, und zwar, ja, wer war Jan Hus? Kennt eigentlich, glaube ich, kaum jemand. Ja, und der ist nicht ganz so bekannt wie Martin Luther, war aber eigentlich der Vorreiter von Martin Luther. Und zwar, er war Reformer, hat sozusagen das erste Mal für seine Landsleute in Landessprache gepredigt, war gegen den Ablasshandel, also man sollte nicht zur Kirche gehen, Geld bezahlen und dann alle seine Sünden gebeichtet kriegen, vergeben kriegen. Und er war dafür, dass der Kirchenbesitz dem Allgemeinwohl zugute kam. Hat der Kirche natürlich überhaupt nicht gefallen, also was hat man gemacht? Man hat ihn 1415 auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Ja, hat natürlich ganz, ganz viele Anhänger trotzdem noch gehabt. Und 4 Jahre später gab es dann die Hussitenkriege, und zwar erster Prager Fensterschutz, aber dazu später mehr. So, wer jetzt nicht weiß, wie man zur Karlsbrücke kommt, ganz einfach, stehen auch Schilder, aber man läuft einfach den ganzen Touristenmassen hinterher. Und dann weiß ich schon, aha, da vorne geradeaus, da kann es nicht ganz falsch sein. Übrigens, man kann sehen, man kann hier auch sich eine Pferdekutschfahrt mieten, und auch eine schöne Sache. Den Weg zur Brücke. Was darf in keiner Stadt fehlen? Ein Hardrock-Café. Ja, da geht es jetzt hin, und zwar, da ist die Prager Burg da vorne, und ja, die Brücke, das ist die Karlsbrücke vor uns. Heute etwas voller als gestern. Und ja, jetzt werde ich mich mal durch diese Massen durchzwängen und schauen wir mal, ob ich das schaffe. Und ja, Achtung, Taschendiebe, hier muss man wirklich aufpassen. Thank you.
So, jetzt kommen wir von der Altstadt auf die Kleinseite. Und zwar, ja, hier oben die Prager Burg, der Radschin. Und auf der linken Seite, das wird heute auch nochmal ein Ziel sein. Und zwar, dass dieser kleine Eiffelturm von Prag auf dem Petrinberg, Petrinturm. Ja, okay, das steht auf dem Programm in den nächsten Stunden. So, einen kleinen Abstecher habe ich noch gemacht, und zwar das ist Kafka-Museum hier. Und ja, ich kenne das eigentlich aus dem, ja, aus YouTube. Und zwar, normalerweise pullern diese Leute. Und man kann dann sozusagen, wenn man Durst hat, hier unten einen Schluck nehmen. Oder da. Sehr unanständig. Ja, aber leider jetzt kein Wasser. Und hier sind wir wahrscheinlich der kleinsten Gasse von Prag. Und zwar, hier muss ich warten, bis die Ampel auf grün geschaltet hat. Da oben ist sie. Man drückt hier, und wenn die Gegenseite hoch will, dann drückt die da, und dann ist halt hier rot, dass kein Gegenverkehr ist. Und unten habe ich dann ein Restaurant. Das werde ich gleich mal schauen, ob das da ist. Ich bin unten angekommen. Erwartet uns ein richtig tolles Restaurant. Ganz toll, mit Blick auf die Moldau. Wow, das muss man erst mal finden. Echt schön. Eine Sache, die man in Prag auch machen kann. Hier, diese geilen Autos. Für eine Stunde, ungefähr 100 Euro musst du dafür bezahlen. Und, aber es ist natürlich mal was ganz Exklusives. Also, tja, kann man sich überlegen. Ja, die Geschichtsinteressierten müssen auch hierher, würde ich sagen. Und zwar, das ist die deutsche Botschaft. Ja, was war passiert? 89 sind wirklich mehrere tausend Leute von hinten im Garten über den Zaun geklettert, um in die westdeutsche Botschaft zu kommen, um von da aus dann den Weg in den Westen zu kriegen. Und ja, hier kann man eigentlich nicht viel sehen. Es sieht so ein bisschen unspektakulär aus. Einfach nur dieses Tor, schönes Tor, aber sehen kann man nicht viel. Aber was können wir machen? Und zwar, wir gehen einfach da diesen Weg hoch und dann links und nochmal links. Und dann kommen wir an den Garten, und dann kann man noch ein bisschen mehr sehen. Und ja, sehr schön. Das ist der Zaun von hinten in die Botschaft. Und zwar, das wäre für viele der Weg in die Freiheit hier drüber. Und man war... Naja, man wusste noch nicht, was passiert, bis dann irgendwann am 30.09., jetzt zeige ich mal hier drin, wow, sieht das toll aus, also hier werde ich auch nochmal abends hingehen, das soll abends sehr schön beleuchtet sein. Ja, da oben stand er auf diesem Balkon, 89, und sagte die Worte: Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise. Ja, und dann hat man gar nichts mehr gehört, weil alle gejubelt haben und geschrien haben. Und eigentlich geht er weiter, möglich geworden ist. Aber ich glaube, der ist nirgendwo zu hören mehr, weil es war einfach nur Jubel und alle waren begeistert, in die Freiheit zu kommen. In die vermeintliche Freiheit nach Westdeutschland. Ja, hier werde ich abends nochmal hingehen. Das soll ganz toll beleuchtet sein. Aber abends wird man das wahrscheinlich nicht sehen. Und zwar... Das ist ein Symbol für diesen Tag, und zwar der Trabi als Symbol für Ostdeutschland mit Beinen. Also wir können mit dem Trabi auch woanders hingehen, ja, in dem Fall in den Westen. Und ja, toll, dass die Geschichte sich so entwickelt hat und dass wir dabei sein durften. Ja, wow, sehr wichtiger historischer Ort. Ja, und das liebe ich in Prag. Und zwar gleich nach der deutschen Botschaft kann man auf den Berg hinausgehen. Und zwar, das ist der sogenannte Petrinberg, wo jetzt oben auch dieser berühmte Turm drauf sein soll, der so aussieht wie ein Eiffelturm. Den zeige ich gleich mal. Und, oh je, ich muss keuchen. Nichts mehr gewöhnt. Der kleine Bruder des Eiffelturms. Der Eiffelturm ist, hat 300 Meter Höhe und ist etwas größer. Aber wenn man davor steht, sieht der schon gigantisch aus. Wow, ich muss mal nach Paris. Ja, wer jetzt nicht wie ich laufen möchte, der kann auch diese Standseilbahn nehmen. Und zwar, die fährt so alle paar Minuten hoch und runter. Und das kann ich nutzen mit meinem ganz normalen Bus-U-Bahn-Ticket. Wenn ich das jetzt gekauft und abgestempelt habe, kann ich verschiedene Fähren nutzen und auch dieses Gerät, um hier nach oben zu kommen. Und ja, ist die deutlich entspanntere Variante, aber schön, ich bin ja Läufer, ich finde Laufen. Ich bin jetzt auf der Mittelstation, und zwar, wer hier aussteigt, der kann hier in dieses Restaurant gehen. Und Wahnsinn, man hat da so Tische und man kann wirklich sein Bier oder sein Wein trinken und schaut auf die Moldau und auf Prag, auf die Altstadt. Super schön. Wow,
angekommen und schon wieder ein Park. Also Prag ist wirklich toll. So viel Historisches und dann auch wieder Park. Und ja, was haben wir hier noch? Ja, hier ist ein Planetarium. Da kann man in die Wolken schauen, in den Himmel. Und ja, manch einer würde vielleicht nach Gott suchen. Aber hier bringt es nicht viel, nach oben zu schauen. Denn wir sind in Prag. Karl Gott, nein, der wohnt in der Stadt. Und da müsste man nach unten schauen. Ja, Karl Gott, vielleicht kann sich jemand erinnern an Biene Maja. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Gut, ich lasse es lieber. Aber trotzdem, Karl Gott, das war Karl Gott. Und ja, jetzt geht's zum Turm. Ja, das ist er nun wirklich. Und zwar, das ist der Petrin-Turm. Und zwar mit 63,5 Meter. Ja, eine 1:5 Kopie vom Eiffelturm. Ja, man kann hier hochfahren mit dem Fahrstuhl. Oder man sieht doch, man kann laufen. Und zwar, ich werde natürlich laufen. 299 Stufen. Der Aussichtsplattform soll auf der Höhe von 51 Meter sein. Das schaffen wir wahrscheinlich noch recht locker. Und ja, da habe ich jetzt Lust, da hochzugehen und die besten Bilder zu machen, die man wohl angeblich von Prag aufnehmen kann. Schauen wir mal. So, endlich geschafft, auf den Turm hinaufzukommen. Auf der Mittelstation musste man erstmal halt machen und musste nochmal eine Runde drehen und warten und warten und warten. Ich denke, mal eine halbe Stunde hat das sicherlich gedauert. Ja, was haben wir da drüben? Und zwar, das ist das Strahov-Stadion. Das war das größte Stadion der Welt. Hätte Platz geboten damals für 250.000 Menschen. Ja, aktuell baufällig und da wird zwar noch trainiert auf dem Rasen, aber Zuschauer dürfen nur noch 56.000 da rein. Ja, aber das größte Stadion der Welt, Strahov-Stadion. Ja, da am Horizont ist er und zwar, das ist die höchste Erhebung in Prag und zwar das ist der Prager Fernsehturm, dieses kleine Teil. Ich zoome nachher gleich noch mal ein bisschen ran. Ja, und zwar 134 Meter hoch und ist mal gekürt worden zu einem der hässlichsten Gebäude in der Welt. Ja, ich zeige das Bild mal groß, sieht so ein bisschen aus wie so eine Raketenabschussrampe. Ja, noch etwas Besonderes für Prag und zwar in der Europäischen Union. Gibt es keine U-Bahn-Station, die tiefer ist als hier in Prag. Und zwar, die tiefste ist 53 Meter tief. Und ja, wer Bock auf Rolltreppe fahren hat, der ist hier richtig aufgehoben. Wahnsinn, also dass Prag so viel zu bieten hat, hätte ich jetzt fast gar nicht gedacht. Ich hätte mich schon so viel belesen, aber es kam immer rechts und links noch was dazu, was total interessant war. Das hat mir jemand was erzählt. Also es gibt noch einen zweiten Teil. Ich mache jetzt hier erstmal einen Break. Ungefähr doppelt so viel kommt nochmal. Es kommen ganz, ganz viele Sachen. Der jüdische Friedhof steht noch auf dem Programm. Es geht nochmal auf die Prager Burg, da werden wir einen Wachwechsel sehen. Und noch viele Kleinigkeiten. Hier gibt noch ganz interessante Museen und ja, wie auch immer, bleibt dran. Ich hoffe, es hat gefallen und wenn es so ist, Daumen hoch, abonniert den Kanal oder schreibt einfach einen netten Kommentar, da freue ich mich noch mehr. Danke.